Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmatius, die Seen von Maple Creek, beziehungsweise dem Bonuskapitel. Ich habe mir gedacht, da heute ja sowieso Aufnahmetag ist, mache ich heute Abend noch weiter. wenn ich nicht gerade am Rendern wäre, würde ich wahrscheinlich eigentlich eher Final Fantasy aufnehmen. Statt das hier. Aber da ich gerade leider rennen muss, weil sonst gucke ich hier gar nicht mehr voran. Ja. Dies ist halt jetzt Enigmatius geworden, was ich wieder aufnehme. Und ich weiß einfach nicht, wie ich gerade sitzen soll. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier einfach weiter. Wir haben hier beim letzten Mal dann den Tisch hier etwas aufgeräumt. Ich glaube, wir hatten dafür dann auch was bekommen. Huch. Ich muss gerade ganz kurz meinen Stuhl wieder hochmachen. Ich muss einfach ohne Decke hier sitzen, weil eigentlich ist mir mega kalt. Aber mit Decke kann ich hier gerade irgendwie nicht sitzen. Dann werde ich zu hibbelig. Okay. So. Ah ja, stimmt. Wir können jetzt auch hier ins Kinderzimmer. Dann schauen wir doch mal. In diesem Holzschnitträtsel fehlen einige Teile. Okay. Da kommen wir noch nicht weiter. Hier hinten ist noch ein Teil, was wir brauchen. Ich weiß nicht, ob hier noch. Nee. Dachte, da könnte man vielleicht auch irgendwas mitmachen, aber. Schauen wir nicht. So, ja, hier ist das Ding. Ah, und hier können wir jetzt auch weiter wimmeln. Das ist sehr schön. Apfelkerngehäuse, Sonnenbrille und Nadelkissen. Okay, hier ist das. Das Nadelkissen ist hier oben und die Sonnenbrille. Die Brille ist da. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Einmal. Ich muss hier gerade einmal ganz kurz die Lichter umstellen. Damit ich es hier auch halbwegs gemütlich habe. So. Autsch. Okay, ist alles richtig. So, jetzt kann es weitergehen. Wir brauchen ein Holzstück, Puderdose und Postkarte. Okay, ist doch noch nicht alles richtig. Ich hoffe, dass es jetzt richtig ist. Nee. So. Holzstück, Puderdose, Postkarte. Postkarte. Holzstück. Und die Puderdose. Fernglaskissen, Feder. Okay, nur die Feder weiß. Such da. Buchdose und Stift. Also das ist relativ einfach bisher. Okay.
Kann ich bisher aber nicht viel machen. Ah, warte mal. Ja. Dann haben wir zumindest das Schildteil. Okay. Die Ringe sind verbunden. Der äußere bewegt den inneren. Die Schildteile sind vertauscht. Bringen sie in Ordnung. Okay. Das haben wir schon mal. So. Jetzt kommen wir ins Arbeitszimmer. Okay. Eine winzige Drehorgel. Der Aufziehschlüssel fehlt. Okay. Maple Creek. Montag, 21. April 1823. Er ist für das Verschwinden dieser Frauen verantwortlich. Vielleicht noch weiterer. Ich muss versuchen, ihn aufzuhalten. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn besiegen kann. Würde ich dennoch scheitern, findest du hier alle Beweise. Schmelze zunächst das Zinn im Feuer. Colonel J. Russell. Okay. Taste 3. Das ist halt nur die Frage. Was soll ich jetzt hier wie machen? Ja, seine Augen sind kaputt. Ah, hier ist der Aufziehschlüssel. Wo war denn jetzt das andere Ding hier nochmal? Ach, hier hinten. Aufziehschlüssel. Okay, mit Zinn überzogen ist Medaillon. Das einschmelzen. Okay, jetzt haben wir das Medaillon. Und nun? Was sollen wir nun damit machen? Okay. Irgendwo hier habe ich irgendwo irgendwas übersehen.
Ah. Ah. Margaret. Okay. Die Tasten sind vertauscht. Bringe sie in Ordnung, um das richtige Passwort zu erhalten. Einige Tasten sind repariert. Jede Zeile verschiebt den entsprechenden Buchstaben. Ziehe am Hebel, um das Passwort zu testen. Okay. Ich weiß halt nicht, welches das Passwort sein soll. Das ist eigentlich die größere. Wenn Margaret geht zum Beispiel ja nicht. Da kein W. Okay, das sind 8. Das könnte also auch nicht sein. Warte mal. Verschiebt den Buchstaben. Denk mal, Margaret wird es sein. Nee. Doch. Warte mal. Okay, das hier könnte richtig sein. Okay, das ist schon mal richtig, glaube ich. Margaret. Das heißt, dann bräuchte ich wieder ein A. Muss erstmal was ausprobieren. Okay, das passt nicht.
muss halt. Warte mal. Ich kann es halt auch nicht mal umstellen, ne? Das muss da halt auch bleiben. Okay, das ist richtig. Jetzt. Das war also das K. Okay. Maple Creek, Freitag, 13. September 1822. Ich folge dem Prediger weiter. Letzte Nacht begab er sich zu einem Versteck im Wald. Die Felsen auf dem Hügel. Was hast du vor, alter Mann? Was hast du noch vor? So. Denn ich glaube, im Kinderzimmer war das ja. Wir können hier einmal die Holzstücke reinpacken und jetzt kommt das Schlimmste für mich. Puzzeln. So. Das ist richtig. Das auch. Dann das hier. Das ist da richtig. Das ist da richtig. Und das hier. Das kommt dahin. Dahin. Dahin, dahin. So. Dann hätten wir das schon mal. So, jetzt haben wir hier so ein Bild. Was machen wir mit dem Bild? Ah, hierhin. Gehen wir von aus zumindest. Maple Creek, Montag, 21. April 1823. An die zuständige Person. Wenn du dies liest, habe ich versagt. Ich habe die letzten Jahre meines Lebens einer gerechten Sache gewidmet. Dem Kampf gegen das elementare Böse in Gestalt eines Mannes. Hier bewahre ich alle wichtigen Informationen auf. Nutze sie mit Bedacht und mache diesem Grauen ein Ende. Viel Glück. Aufrichtigst, Colonel J. Russell. Montag, 11. November 1822. Die gesamte Gemeinde steht unter seinem Bann. Maple Creek ist ein Reich. Dient Macht nur sich selbst oder ist sie das Mittel zu einem noch unheilvolleren Zweck? Wer bist du, deine boshaftige Natur unter dem Gewand eines Priesters zu verbergen? Die Glocke ist der Schlüssel. Der Prediger sah vor 50 Jahren haargenau so aus, er ist keinen Tag gealtert.
16. Juni 1771, die Gründung von Maple Creek. Dienstag, 18. März 1823. Was auch immer du tust, er wird wiederkehren. Ob verwundet oder scheinbar tot, er wird es schaffen, seinen Marionetten das Leben auszusaugen, sie einzuflößen. Und jedes Opfer steigt seine Macht umso mehr. Es gibt nur einen Weg, ihn zu zerstören. Zerstöre die Glocke und töte ihn mit seiner eigenen Waffe. Hier bringt er all seine Opfer. I know this place. I've been there before. From the very beginning, I sensed there was something off about that preacher. I just couldn't figure out what. What is he? An immortal demon? I don't know. And I don't care. All I care about is Emily. And I pray I'm not too late. Und hier sind wir, bei den Steinen. Diese seltsamen Steine markieren den Ort einer jahrhundertenalten Tragödie. Gut, warte, ich muss einmal ganz kurz so. Und ist an mich hoch. Weitermachen. So, dann einmal hinab. Gehen wir davon aus, dass wir hier bald am Ende sind. Kerzenstummel, Flaschenkürbis, Kieferknochen. Ja, da werden wir wohl einiges von finden, ein Knochen. Kerzenstummel, Flaschenkürbis. Was auch immer ein Flaschenkürbis ist. Das ist ein Flaschenkürbis. Kerzenstummel. Ein Kieferknochen. Da ist der Kieferknochen. Aber wo ist der Kerzenstummel? Da ist der Kerzenstummel. Skeletthand, Perlenkette, Reißzahn. Hätte ich die Perlenkette nicht irgendwo gesehen? Reißzahn und Skeletthand. Das ist die Hand und der Reißzahn. Reißzahn. Der Reißzahn. Den sehe ich nicht. Ja, das ist aber nicht das, was ich suche. Also vor lauter Knochen sehe ich den Zahn nicht. Da. Ah ne. Stalaktit ist das, okay. Das wäre so ein riesiger Reißzahn. Armband und Steineule. Steineule? Armband. Spinne, Strang und Fisch. Spinne. Strang. Fisch. Strang und Reißzahn. Das war ein Wollknäuel, aber okay. Naja. War es halt ein Strang. Aber ich sehe den Reißzahn nicht. Sieht einer von euch den Reißzahn?
Ich sehe vieles, was so aussehen könnte, was es aber nicht ist. Ah, ich hasse das, wenn ich so ein einziges letztes Teil nicht finde. Das sind aber alles Knochen hier. So, wir suchen den Reißzahn. Hat jemand den Reißzahn? Ist ihr ein Reißzahn? Da! Wir haben den Reißzahn. Und eine Skeletthand. Geil. Autsch! Weißt du, man muss sich erst die Hand abbeißen lassen, um da reinzukommen. Nett. Emily. Okay, oh Gott, ich dachte gerade, mein Mikro wäre aus. Sie ist am Leben, doch bewusstlos. Ich muss hier raus. Ich muss irgendwie die Kette durchtrennen. Okay, nicht mit der Schatulle. Wir schmeißen das einfach auf sie drauf. Ah, okay. Wir dürfen wieder wimmeln. Blaustein, Puderquaste und Schildkröte. Blaustein, Puderquaste, Schildi, Brieftasche, Brieftasche, Lippenstift und Spitzhacke. Lippenstift, Spitzhacke, Brieftasche, Brosche, Kamera, Parfüm. Das ist eine Uhr. Brosche. Kamera. Parfüm. Feder und Pfeil. Okay. Das ist ein Pfeil. Und eine Feder. Und wir haben einen Spitzhacke. You've gone too far, Detective. Your impudence will not be forgiven. Licht. Ich kann Licht sehen. Ein Spalt in der Wand. Okay, dass man uns unsere Sachen nicht abgenommen hat. Emily. Quick, 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 quick. Sincerely, Richard Hamilton. So, und das war's nun endgültig mit Enigmatis, die Seelen von Maple Creek. In der Sammler-Edition.
So, und damit haben wir jetzt auch das Bonuskapitel abgeschlossen. Und ja, ich kann mich eigentlich nur wiederholen von dem, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Ich freue mich, dass ich es wieder einmal mit euch spielen durfte. Und ich glaube, ich bin mit dem Projekt selber jetzt deutlich zufriedener als noch damals. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch das Spiel so ein bisschen näher bringen und euch zeigen, wieso ich es gern mag. Ich bin sowieso ein riesen Wimmelbild-Fan, also ich bin nicht gut in dem, was ich da tue, aber ich habe trotzdem Spaß dran. Und ja, ich hoffe, euch hat die Story so ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr seid noch gespannt auf den zweiten Teil. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht direkt jetzt im Anschluss spielen. Ich werde jetzt gleich ein bisschen Final Fantasy aufnehmen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Und ja, wir würden uns dann im nächsten Projekt wiedersehen, beziehungsweise dann in Teil 2. Und über ein Feedback würde ich mich, wie gesagt, sehr gerne freuen. Ihr dürft mir auch gerne mitteilen, ob ihr das Spiel schon mal gespielt habt, ob ihr andere Spiele von Artifacts Mundi bereits gespielt habt. Oder ob ihr Wimmelbildspiele mögt, ob ich mehr solcher Projekte machen soll. Ich gehe mal ins Hauptmenü. Oder nicht. Also wie gesagt, hier haben wir wieder die Auswahl an Spielen. Und ja, uns wird diese Story als nächstes erwarten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Investigation when...